Boah, Leute. Okay. Tony! Und dieses Ei haben wir noch nicht. Das ist schön. Okay. Können wir den von hier kaputt machen? Ne, der erlischt vorher. Die Musik fällt mir jetzt gerade auch auf. Das Klavierding. Das klingt sehr gut. Gefällt mir. Den hätten wir. Den auch. Ich glaube, wir gehen dann erstmal zurück und... Bombenstimmung, okay. Wir gehen erstmal zurück und holen uns die restlichen Palmen. Weil dann können wir das Level easy peasy beenden, ohne dann nochmal quer durchs Level zu laufen. Ist auch einfacher zu steuern hier, das Ding. Oh, ich sag gerade. Das waren schon alle. Ich dachte, da würden vorne noch ein paar rumstehen. Okay. Oh, ein Leben. Gut, dann müssen wir noch die, glaube ich, die restlichen Rhinoxe kaputt machen. Und dann haben wir das Level auch schon so gut wie fertig. Also da nur noch die paar Edelsteine einsammeln. Aber das ist ja nicht so schwer. Ist auch sehr schön, dass sie alle von da oben runterfallen. Also ich hätte mal ein Problem. Da fehlt uns... Oh, da haben wir wieder einen Zehner übersehen. Schön. Ja, wir werden nach vorne gerufen. Okay. Danke, dass du mein Labor gerettet hast. Jetzt kann ich mit dem Denken weitermachen. Rowan. Ist doch eigentlich ein Männername, oder nicht? Naja. Oh. Schön. Da nicht. Ich dachte, das wären hier... Ach, hat er uns die Dinger abgenommen? Halte ich jetzt aber hier für ein Gerücht. Jetzt muss ich mir die nochmal holen. Nee, nee, nee. Dann wird das eine Level, glaube ich, gar nicht so scheiße bei der Feuerwerksfabrik. Wenn das denn genauso ist wie dieses hier. Yay, wir haben alles. Das heißt, wir können wieder ab nach Hause. Ah, und da sieht man auch den Mitternachtsberg. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, dass man da das Level sieht von der Heimatwelt. Gut, dann werden wir jetzt zurück zum Abendsee düsen, da dann die Feuerwerksfabrik beenden und das Sparks-Level machen, genau. Das klingt doch nach einem Plan. Oder nicht? Ja, ne? Ich fand das besser damals. Da war bei der Auswahl, waren die Bosskämpfe, glaube ich, grün hinterlegt.
damit man da nicht aus Versehen draufklickt. Fand ich besser. Aber das ist nur eine Kleinigkeit. So, jetzt bin ich echt gespannt. Ich hoffe, die haben das da auch Third Person gemacht. Dann wird es nämlich richtig spaßig, glaube ich. Natürlich holen wir uns auch direkt den Könnerpunkt. Ich weiß jetzt nur nicht, wie das ist, ob man den auf dem Hinweg schon kriegen kann oder ob das erst auf dem Rückweg geht. Da gibt es nämlich so eine Kiste. Oh, was passiert hier? Gibt es nämlich so eine Kiste, die ist irgendwo unter der Decke angebracht. Die man so nicht sieht, wenn man es nicht weiß. So. Dum, dum, dum. Oh. Ich bin noch etwas müde. Wir sind heute Morgen gegen 6. Also Dennis ist gegen 6 aufgestanden. Und ich lag noch ein bisschen rum, bis er vom Rauchen wieder kam. Oh, dann haben wir gefrühstückt. Einmal ein bisschen. Was haben wir denn alles geguckt? Löwenzahn. Terra X. Also Kram. War gut. Sind hier nicht diese Wirbel... Ach, ich wollte gerade sagen Wirbel online. Also das sind die nicht aktiviert? Die Frage ist auch... Starten wir mit voller Energie, wenn wir jetzt nicht mit voller Energie da reingehen? Hey Spyro, ich helfe einem Jungen namens Händel, Raketenpläne zu finden, die die Zauberin gestohlen hat. Aber ich bin immer bereit, ein paar Rinoxe zu treten. Okay. Hi, Agent 9. Hinter diesen Türen sind ein paar ziemlich gruselige Ninjas. Mit deinen Schießkünsten kannst du sie bestimmt besiegen. Denk dran, drück Angriff, um zu schießen. Und drück Rolle links und Rolle rechts, um zur Seite auszuweichen. Ja, das ist jetzt hier nicht so gut. Aber es lässt sich besser steuern als im Original auf jeden Fall. Naja. Yeah. Ah, hier neben war noch eine. Doch nicht? Bäh. Voll reingelaufen. Hier, da in den Raum ist, glaube ich, noch. Ja. Da muss man auch öfters drauf schießen. Sind jetzt noch welche? Nee. Dann können wir mal gucken, ob die Kiste da... Ja, da ist sie. Zack. Ach, yo, die hat uns ja die Superwumme gegeben. Ja gut, wenn wir jetzt die Möglichkeit dafür haben, dann nehmen wir die doch mit, oder? Das ist Gold, falls man das sieht. Boah! Hallo! Hey! Hey! Ach, da kann man auch durchgängig mitschießen. Ich dachte, das wäre nur so ein Einzelschuss. Was machst du denn hier? Ah, der ist einfach reingelaufen und dann läuft bei dir, ne? Oh, Leute! Das gleiche müssen wir jetzt gleich ja nochmal
in die andere Richtung machen. Wir können auch nur diese Waffe jetzt benutzen. Bis das Ende mit der Munition ist. Das schimmert auch so geil hier oben, ne? Geil. Ach, irgendwie schimmern und Leuchtepilzchen und Eis und Perlmutt, da stehe ich ja irgendwie voll drauf. Schön. Kommt mal alle her. Es ist irgendwie immer ein bisschen schwierig zu erkennen, ob die jetzt tot sind oder nicht. Wir müssen auch, glaube ich, gar nicht alle hier töten. Oh, schön. Warum steht ihr hier nur so blöd rum? Achso, die haben gar nicht gecheckt, dass ich da bin. Damals war das hier, glaube ich, so, da musste man in den Scharfschützenmodus gehen, um nach oben zu ziehen, weil sonst war das, glaube ich, alles nur auf einer Höhe, so. Ich glaube, bei Doom? Ich weiß jetzt gar nicht, wo das auch ist. Oh, meine Nadel, jupp. Ja. Ja, ja. Das ist schon gedacht, dass mir. Ich hab das schon gedacht, dass hier die Tür aufgeht. Doch nie eingesammelt. So. So, alles schön alleine einsammeln, weil Sparks ja ein bisschen faul ist. Ah, da ist schon das Ei, das ging aber fix. So, bevor ich das Ei einsammle, möchte ich gerne hier alle Edelsteinchen haben. Und es sieht so aus, als ob wir nicht alle hätten. Also kann sein, dass irgendwo noch was liegen geblieben ist. Oder dass die Kisten nochmal was hergeben. Patty. Patty Mayonnaise. Haben wir jetzt wirklich Zeitdruck? Nee. Ja, okay. Die Kisten geben nochmal was her. Das heißt, wir haben noch die Möglichkeit, alles zu kriegen. Ach komm, mach doch die Tür auf. Hey. Geht man. Okay. So. Jetzt hier nochmal gucken, ob wir alles haben. Ich möchte ungern nochmal hier langlaufen. Aber was mich halt wundert, dass wir so eine ungerade Zahl haben, nicht 5. Ich meine, die Kisten würden immer 5 hergeben. Fehlt uns irgendwo auf jeden Fall ein Dreier, glaube ich. Ne, ein Zweier. Ein Tag. Ah, hier ist noch eine Kiste. Okay, wir haben noch 85 von der normalen Munition. Ah, hier ist der Zweier.
Die Kiste habe ich wahrscheinlich eben verpasst. Wo ist der hin? Ah, er ist bestimmt wieder zurückgelaufen. So, ich schätze mal, 25 werden uns noch fehlen. 5 Kisten also. Oder was? Hey, was natürlich noch... Hey! Was natürlich noch möglich ist, dass wir irgendwo was liegen lassen haben. Ich hätte gerne Energie, das wäre ganz nett. Oh, ein Leben. Nice. So. Kann ich mich auch gerade mal an meine Augenbraue kratzen? Ich sehe den Raum wieder komplett besetzt, ey, die Penner. Hier ist keine Kiste mehr. Immer noch ein Fünfer. Das sieht irgendwie schlecht aus. Hä? Danke, dass du mich gerettet hast. Pass lieber auf dieses Ei auf, bevor die Rhinoxe das auch noch in die Luft jagen. Ich will aber jetzt noch nicht rausgehen. Ich will jetzt gleich immer da rein, ne? Warum ist das passiert? Ich war doch noch gar nicht da. So, nu. Muss ich jetzt doch nochmal hier durcheiern. Aber nicht so toll. Also entweder fehlt uns ein 10er oder 2 5er. Es kann natürlich auch sein, dass er draußen... Ah, guck mal, hier ist ein 5er. Da wird der andere wohl auch noch irgendwo rumliegen. Doch nochmal alles absuchen. Ach, sowas liebe ich ja. Wir haben hier auch natürlich keinen Sparks, der uns helfen kann. Entschuldigung. Ich hoffe, ich schneide das raus. So, was natürlich noch sein kann... Ah, da hinten ist er doch. Okay. Hat sich auch schon erledigt. Ich wollte gerade sagen, es kann natürlich auch sein, dass dieser Fünfer irgendwo draußen rumliegt. Ach, springen können wir auch. Ich dachte gerade, der wäre irgendwie... Süß. Ich dachte gerade, der wäre irgendwo irgendwie langsamer geworden, als ich gesprungen bin. Aber das wäre natürlich sehr cool gewesen, dass er dann irgendwie an Ausdauer verliert. Ist ja auch in anderen vielen Spielen so. Aber gut. Naja. Dann sollten wir hier alles haben. Danke für deine Hilfe, Agent 9. Diese Rhinoxe waren echt überrascht. Ja, dann können wir jetzt nach Hause gehen. So. Dann haben wir jetzt noch genau das Level vor uns mit Sparks. Da weiß ich jetzt auch gar nicht, was da auf uns zukommt. Welches Level das genau ist. Das werden wir ja direkt sehen. Wo war das denn? Das war... Oben war das, ne? Also man musste nicht aus dem Wasser unten rein, sondern das... Wo bin ich denn hier? Das war, glaube ich, oben.
hier. Oder halt unten. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube hier. Ja. Prinzessin Amy hat mir einen Ort namens Seesternriff gezeigt. Sie sagt, da ist ein Ei versteckt. Spark sollte das mal überprüfen. Seesternriff. Ja, gerne. Seesternriff. Ja, doch, da ist was. Da ist was in meinem Kopf. Oh, scheiße. So, was haben wir denn hier? Mir wurde gesagt von der... Oder dem. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube der, weil es ein Mädel auf dem Profilbild ist, aber das heißt ja nichts. Von der Astrea heißt sie, glaube ich. Wurde mir gesagt, es würde natürlich viel mehr Sinn machen, den 300er Schuss bis zum Ende aufzubewahren vom Boss. Oh. Das ist der Nachteil an den komischen Controllern von der PlayStation 4. Ah. Ja, auf jeden Fall, das würde den Endboss natürlich viel einfacher machen, was natürlich stimmt. Ich darf da nur halt keinen anderen... keinen anderen Schmetterling einsammeln. Ich lasse das dann... Ich weiß jetzt, ist das ein Energie... Ja, das war ein Energieschmetterling. Ja, ich darf dann halt nur nicht in einen anderen Schmetterling reindüsen, ne? Wie hier jetzt zum Beispiel. Da kann das dann schon mal schnell passieren. Aber ich versuche... von den anderen... Schmetterling fernzubleiben. Das ist auch, glaube ich, nur ein Energieschmetterling, der da rumflirrt. Schwirrt natürlich, nicht flirrt. Der flirtet hier rum. Fast schon wieder vergessen, ey. Das ist halt auch noch so ein Ding. Ich habe hier irgendwie Probleme, Sparks ins Diagonale zu kriegen. Ich weiß auch nicht warum. Also man kriegt das nicht mit so einem einfachen Schuss hin. Mit einem einfachen Tastendruck hin. Man muss dann schon ein Stückchen in die Richtung schwimmen und dann hoffen, dass er dann da auch bleibt. Das ist, glaube ich, auch noch ein Energieschmetterling. Und natürlich, dass ich auch mit dem... mit dem Schild, dass ich da natürlich in die Gegner reindüsen kann. Aber irgendwie ist das so in meinem Kopf drin, dass ich schießen muss. Ich weiß auch nicht warum. Ja, habe ich schon wieder Fresse gekriegt. Oh, der spuckt die Großen aus. Das ist natürlich interessant. Das ist jetzt alles sehr schlecht gewesen, aber ich hoffe mal, dass hier oben in dem Raum... Das ist kein Energieschmetterling, der ist grün. Geh weg. Ich will gar nichts mit dir zu tun haben. Aber da ist ein normaler. Ach. Oh, mein Gesicht juckt. Das Ganze komplett. Komm her. Sau. Oh.
Nein, 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 nein. Ich glaube, der blaue ist aber das Schild. Das wäre jetzt nicht so schlimm, aber es ist... Was war das denn? Wäre jetzt nicht so schlimm. Aber wir wollen ja kein Risiko eingehen, ne? Ich weiß nämlich nicht, wie hier diese Schmetterlinge verteilt sind. Die roten Edelsteine sehen ja auch sehr geil aus. Uäh. Okay, das wäre hier auch fertig. Oh, wir sind schon beim Boss, so wie sich... Aber die Tür ging nicht mehr auf, deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt. Das ist hier so ein großer Platz. Doch nicht beim Boss oder im Vorraum davon. Ich bin ein bisschen verwirrt, wie man vielleicht merkt. Das ist wahrscheinlich der Boss, weil hier ein Energie-Schmetterling rumsaust. So. Ja, schön. Okay, das war schon mal gut. Wir holen uns den mal noch. Okay, das war sehr anerschaffen. Mantal? Mantal, Mantallöscher. Mantal. ja, das ging doch super. Das war eine super Idee, den aufzubewahren, den Schuss. Wir haben nur noch 4 Stück über. Ach genau, hier war ja noch dieser Weg zum Anfang zurück. Und da haben wir auch alle Edelsteine. Wunderbärchen. Ab nach Hause. Okay. Dann wäre der Abendsee auch komplett abgehakt. Und wir können jetzt uns voll und ganz dem Mitternachtsberg widmen. Ich weiß jetzt gar nicht, was für ein Level wir als erstes machen. Weil die sind ja alle nicht so geil. Ich würde sagen, wir heben uns dieses Wüstending fürs Ende auf. Als ich den Stachelrochen sah, dachte ich, du wärst erledigt, Sparks. Aber du hast es ihm gezeigt. Und jetzt hat dich die Magie aus dem Ei noch stärker gemacht, sodass du einen weiteren Schlag für Spyro einstecken kannst. Gut, das heißt, ich darf jetzt 4-mal getroffen werden. Dun, dun, dun. Upp. Mitternachtsberg. So. Also das beschissenste Level ist entweder dieses Ägypten-Level. Oder die Dino Ranch. Ne, Dino Minen heißt das so. Ich würde sagen, wir machen zuerst mal das Level. Dieses Bonus-Zeitflug-Level. Ja. Weil da ist das Rennen, glaube ich, recht schwer. Also jedenfalls war es im Original recht schwer. Weil das jetzt hier ist, das kann man ja nicht sagen. Entweder ist es piss einfach oder halt super, mega, hyper doll schwer. Also das hier ist auch ein cooles Level. Das werden wir, denke ich mal, entweder noch vor oder nach dem Ich glaube, das machen wir noch. Ich glaube, das hier machen wir als allerletztes. Und das da hinten als vorletztes.